Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play For Honor. Und hier sieht man eigentlich nur Season 2, bla bla bla. Ach ja, For Honor. Ich finde das Spiel einfach nur geil. Und ich muss leider gestehen, ich habe die Story schon durch. Aber ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Und, Alter, das brauchen wir lange hier. Story-Modus. Aha. So, dann hier. Ich würde sagen, wir legen los, oder? Hier, Kapitel 1 von 1, Fürsten und Feiglinge. Ich bin Apollyon, Kriegsfürstin der Schwarzenfelslegion. In diesem Jahr entsandte ich einen meiner Hauptmänner, Holden Cross, um einen Verräter zu bestrafen. Dort stand uns ein Wächter im Weg. Es gibt viele Wächter. Doch dieser würde sich als einzigartig herausstellen. Also los geht's. Ja, leider ist natürlich schon viel freigeschalten, aber es geht ja eigentlich, das Spiel hat nicht so eine riesige Story. Es ist eher eine Geschichte, die am Rande miterzählt wird, wo man eigentlich nur kämpft. So, das. Und mein Stuhl fängt an zu knarzen. Das ist nicht so toll. Ja, die Ladebildschirme sind jetzt. Ja. Scheiße. Sieht aber An so. diesem Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Herrn diente. Erwi Dobeni. Verteidigt die Mauern! Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Kommt raus! Dobeni! So weit musste es gar nicht kommen! Haltet sie von der Mauer fern! Mein Herr? Brecht es ein! Brecht es ein! Aber ich bin ein Wächter. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Ich muss mich beeilen. Okay. Die schwarzen Felstruppen erklommen die Ost. Diese Festung wurde in 10 Jahren von 10 Kriegsherren kontrolliert. Daubeny war nur der letzte von ihnen. Erwi Daubeny. Oh ne. Schwarzenfels für einen Sommer. Und dann wollte er sich von uns abwenden, uns bestehlen. Damit besiegelte er seinen Untergang. Ja, bestehlen ist es aber auch nicht so die feine Englische. Deckungsmodus. Ja.
Also in diesem Let's Play werde ich höchstwahrscheinlich nicht allzu viel reden können, da ich mich die ganze Zeit konzentrieren muss. Im Krieg geht es oft um Mauern, Tore, Hügel. Jeden Tag werden Schlachten gewonnen und verloren, nur aufgrund der Wahl des Schlachtfelds. Wir brechen ein. Verstärkung war schon auf dem Weg. Ich musste die Mauer halten. Wir halten die Mauer. Also ihr habt ja gesehen, wir spielen hier auch normal. Verstärkung ist da, das heißt, wir können jetzt da durch. Ich hab den hier voll reingedrängt. Und nichts zu entdecken. Bam! Wo wollt ihr denn hin? Klatsch. Was ist das da hinten? Was ist das für eine Frage? Kann ich die eigentlich irgendwie... Ah, Feuer. Feuer nicht gut. Oh, ein Ritter. So, rein theoretisch muss man jetzt der so die Sachen kaputt der machen. Letzten Zuflucht in Aschfeld. 1000 Jahre sind seitdem vergangen. Unsere Vorfahren haben 6 Jahre gegen 100.000 verzweifelte und verhungernde Krieger standgehalten. Das erzählt man sich zumindest. Hä, bin ich... Ich bin auch, warum bin ich nicht hier reingegangen? Wäre das nicht ein bisschen sinnvoller gewesen? Hände doch. So wird das gemacht. Seht ihr? Er zwingt den Feind in die Knie. Ah.
Wo ist dieses letzte Ding, was ich noch finden muss? Das frage ich mich. Wenn wir aufhören, sie zu bekämpfen, wird die Natur sich immer wieder erheben. Das gilt für Steine, das gilt für Pflanzen, für Tiere und es gilt auch für Völker. Aber warum Steine? Der Katapult ist noch einsatzbereit. Durch die Öffnung! So. Hoch können wir nicht mehr, also geht's nur runter. Dieser Rambok würde die Schlacht entscheiden. Jeder, der hier rauskommt, stirbt. Haltet das Tor, sonst sind wir verloren. Zeigt euch endlich! Diese Krieger müssen nicht sterben. Ein Gerichtskampf, jetzt und hier. Was? Gegen euch? Das wäre kein Gericht. Das wäre eine Hinrichtung. Dann gegen meinen Kämpfen. Ihr werdet mein Kämpfer sein. Also gut. Hätte ich mich geweigert, es hätte ein Blutbad gegeben. Er war auch ein Wächter. Vor langer Zeit. Er ist gut. Ich musste siegen, aber nicht für Dobin. Sieger. Sie hatten uns immer noch in der Hand. Ist kein
kann nicht sein, dass ein Ritter der Schwarzen Felslegion von einem gewöhnlichen Söldner besiegt wird. Knie nieder. Für Tapferkeit im Kampf und für ehrenvolle Dienste erhebe ich, Holden Cross, dich in den Ritterstand. Erhebt euch, Ritter der Schwarzen Felslegion. Wir sind hier fertig. Kommt mit. Und so kam ich schließlich zur Schwarzenfelslegion. Ja, das links ist mein Wappen. Das konnte man selber erstellen. Ein Rabe und ein Wegvisier habe ich. So. Und natürlich Ladebildschirm. Wir wollen ja nicht, dass ein Spiel keine Ladebildschirme hat. Das wäre blöd. So, und das wäre unser nächster Kampf, aber ja, ich weiß, es sind erst 18 Minuten jetzt, theoretisch, oder so ungefähr 18 Minuten, aber würde ich jetzt den machen und der würde viel länger dauern, dann wäre das ein Problem, deswegen werden wir einfach jede hier so einzeln einfach als Video verpacken, mal wird es länger sein, mal wird es kürzer sein, das wird sich zeigen. Vielleicht müssen wir sogar eins, weil es so lang ist, hoch aufstoßen, zwei Videos draus machen. Dann gibt es natürlich aber auch, je nach Zeit, das nächste. Da müssen wir ein bisschen gucken. Aber ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen und ich hoffe auch, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!